Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich war schon wieder shoppen. Diesmal nicht nur beim DM und diesmal auch nicht online, sondern beim DM, bei Müller, bei Rossmann. Und ja, es ist wieder einiges zusammengekommen und ich habe gedacht, ich drehe das gleich ab für euch. Und die Tüte ist voll. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich mit dem Video. Als erstes habe ich mir mal wieder ein neues Buch mitgenommen. Und zwar von Veit Etzold, einen Thriller. Und zwar Der Totenzeichner. Es gibt auch drei vorherige Bücher. Das erste ist Final Cut. Das zweite war Seelenangst und das dritte Todeswächter. Und Veit Etzold ist ein sehr, sehr guter Autor. Also ich finde, die Bücher werden richtig spannend geschrieben. Also man möchte das bis zum Schluss durchlesen und man möchte am liebsten nicht arbeiten gehen, nicht schlafen gehen, nicht essen gehen, einfach nur noch dieses Buch lesen. Und ja, also es packt einen wirklich richtig sehr. Und hier hinten steht auch immer nur eine kurze Erklärung dabei. Er sieht die Angst in ihren Augen, er spürt den letzten Schlag ihrer Herzen und wenn sein Werk vollendet ist, hinterlässt er sein Zeichen, das Zeichen des Todes. Nervenkitzel pur, der neue Thriller und vom Bestseller-Autor Veit Etzold. Und es ist wirklich, bis zur letzten Seite ist das Buch richtig spannend und ich liebe seine Werke. Und es ist jetzt schon ein bisschen älter, also ich habe jetzt lange wirklich nicht mehr gelesen, weil ich einfach keine Zeit, keine Motivation, keine Lust hatte. Und ja, ich war jetzt bei uns in einer Buchhandlung, da habe ich das Buch stehen sehen und habe mir gedacht, das muss jetzt mal wieder mit. Dann durfte er auch mit einem Tortenring, und zwar hier von Rossmann. Der liegt nämlich nur bei 5,99 €. Überall anders habe ich die ab 10 Euro aufwärts erst gesehen. Und er muss eigentlich nicht viel können. Er ist spülmaschinenfest, er ist rostfrei, das ist mir das Wichtigste, dass ich halt einfach alles in die Spülmaschine klatschen kann. Und ja, also man kann kleine Torten damit machen, was mir eigentlich am wichtigsten ist. Aber man kann auch sehr große Torten damit machen. Nee, aber ich mache so, wenn ich Torten mache, mache ich es meistens so diesen Durchmesser. Also größer wird es eigentlich kaum, weil es reicht halt einfach auch, ne? Genau. Und da habe ich mir schon lange einen gewünscht und war schon lange auf der Suche. Und jetzt habe ich ja bei Rossmann den gesehen, aber der für 5,99 € kommt mit. Dann habe ich mir das hier noch mitgenommen, und zwar bei K&L Rupert. Ja, das ist eine kleine Tasche. Das sieht dann so aus. Also einfach für die Handtasche, weil man ja bei vielen Geschäften mittlerweile für die Taschen Geld zahlt. Gut, finde ich auch gut, weil man halt wirklich sehr, sehr viele Plastiktüten früher mitbekommen hat und mittlerweile ist es nicht mehr so. Aber meistens stehe ich dann da und denke so, scheiße, ich habe meine Tasche vergessen. Und ja, hier haben wir hier dieses süße Design. Hier steht auch Zimtschnecke drauf. Und ich finde es halt mega süß. Er ist leicht und passt halt wirklich in jede Handtasche rein. Weil man ihn einfach wieder hier schön zusammenklappen kann. Und die Tasche ist halt auch gleich mit vernäht. Das heißt, die verliert man nicht. So sieht es dann wieder zusammengepackt aus, also wirklich süß gemacht und ja, kommt in meine Handtasche. Dann habe ich mir wieder mitgenommen von Isana die Rattepads, 140 Stück, das sind einfach meine Liebsten, nehme ich immer wieder mit. Dann habe ich mir bei DM noch Tücherboxen mitgenommen, die haben schon wieder ein neues Design oder ich habe es noch nicht gesehen. Und zwar die Dekorbox Entspannung und die ist auch richtig süß gemacht hier mit den lila und rosa Tönen. Also sehr, sehr schön, gefällt mir richtig gut. Und ja, danach war ich noch bei Müller und habe mir noch eine mitgenommen und zwar diese hier. Und ist die nicht süß? Ist die nicht wundersüß? Also hier sind übrigens noch mehr Einhornprodukte drin, ne? Ja. Das finde ich auch total mega niedlich. Ja, ich finde die ganze Box toll und ja, oh, gefällt mir einfach. Also, wenn Einhörner drauf sind, ich weiß nicht, dann landet das immer automatisch in meinem Einkaufskorb mittlerweile. Aber es ist aber auch süß gemacht, ne? Ja. Und in jedem steckt doch ein kleines
Bei Rossmann habe ich auch diese Einhorn-Duschgel, diese Einhorn-Dusche gesehen und auch die musste mit. Also ich habe sie lange bei uns nicht gesehen. Entweder haben sie sie hinten im Lager versteckt oder sie haben wieder eine Nachlieferung bekommen. Und ja, auch die musste mit. Und das riecht halt richtig zuckersüß, also wirklich richtig süß. Und ich glaube aber, dass ich die nicht im Sommer verwenden werde, weil da stehe ich nicht so ganz auf die süßen Düfte. Also Herbst, Winter, da darf es dann auch mal was Süßeres sein. Machen wir gleich mit dem nächsten Duschgel weiter, auch wieder mit Einhorn drauf. Und zwar diesmal von Müller, von Aveo. Ich habe von Aveo ehrlich gesagt noch nie ein Duschgel gehabt. Das riecht halt nach Vanille. Also nach diesem Vanillearoma, was man auch zum Backen hernehmen kann, riecht es. Und ja, ich fand das auch mega süß und durfte natürlich auch mit. Und da ich auf Himbeeren stehe, habe ich mir auch das hier noch eingepackt. Und zwar Himbeer-Aprikose. Also im ersten Moment würde ich sagen, riecht es eher nur nach Aprikose. Aber mal schauen, wie es sich unter der Dusche entwickelt. Machen wir gleich mit dem nächsten Einhornprodukt weiter. Und zwar ist es von Colab, das Dry Shampoo. Und das hat auch so zuckersüße Einhörner drauf. Einziges, was mich geärgert hat, ich habe es jetzt schon ein bisschen rausgewischt, aber das hat schon jemand ausprobiert. Und zwar war hier oben nämlich so ein leichter Fleck mit Sprühnebel drauf und das hat mich ein bisschen geärgert, als ich daheim war, aber ja gut. Wie gesagt, oder was heißt wie gesagt, eigentlich habe ich immer die Devise, mir die Produkte mal genau anzuschauen, aber irgendwie war da mein Hirn aus und ich habe es einfach geschnappt und mitgenommen, obwohl ich eins aus dem hinteren Teil genommen habe, also da habe ich wirklich nicht aufgeschaut, also ich kann euch echt raten, schaut immer auf und ich finde es auch unverschämt, wenn man es ausprobiert, also das muss ich ehrlich sagen, also ich meine, jeder möchte ein originales Produkt kaufen und es hat fast 5 Euro gekostet und wenn dann schon irgendjemand damit rumgesprüht hat, dann finde ich es halt echt gemein, also liebe Leute, wenn ihr das macht, lasst es bitte sein, also taugt mir nicht. Aber, wie gesagt, zuckersüß und ich bin echt schon gespannt, wie die Trockenshampoos von Colab sind. Die sollen ja sehr, sehr gut sein. Und ich wedel hier die ganze Zeit mit dem Ding rum. Es tut mir leid, aber ich finde es einfach mega süß. Dann durfte auch diese Sonnencreme, was heißt Creme, es ist ja ein Schaum mit. Ich habe es jetzt bei einigen schon gesehen, habe mir gedacht, ach, das werde ich mit Sicherheit nicht mehr kriegen. Und dann war ich bei uns im DM in der Stadt, wo eigentlich solche Sachen immer gleich ausverkauft sind. Ja, diesmal habe ich es gekriegt und man riecht hier schon, wenn man hier so dran schnuppert, diesen richtig leckeren Wassermelon, diesen süßen Wassermelonenduft raus. Und ich würde sagen, wir probieren das jetzt gleich mal aus. Ja, doch vor Anwendung geschüttelt war. Also so kommt der Schaum hier raus. Also riecht halt richtig lecker nach süßer Wassermelone. Also doch, gefällt mir gut. Tolles Produkt. Ja, und dieses Duschschaum oder Cremeschaum kommt jetzt immer mehr raus. Oh, das duftet so lecker und ich glaube, das wird mein Sommerduft. Ja, definitiv, das wird mein Sommerduft. Richtig gut. Dann habe ich auch in der Stadt bei unserem DM gesehen, gibt es hier diese dieses Fuß-Deo-Creme Crazy Coco. Und zwar ist es eine feuchtigkeitsabsorbierende Stoffe, Vitalcum, vulkanische Perlite, halten den Fuß angenehm trocken, die Formulierung mit Aloe Vera und Panthenol pflegt die Füße streichelzart. Ja. Und wir wissen ja alle, Ballerinas und Füße, das ist ein Cocktail, der geht ins Unendliche und duftet echt eklig. Also ich mache es ja mittlerweile eigentlich so, dass ich immer diese Einlagen vom DM hernehme, diese
Schuheinlagen, die halt auch die Feuchtigkeit so ein bisschen absorbieren, und wechsel die halt eh regelmäßig aus, damit halt der Schuh nicht so stinkt, und Ballerinas stinken. Also es gibt keinen schlimmeren Schuh als Ballerinas, die stinken bis zum Umfallen. Aber man probiert ja das Beste, und ich hoffe halt auch, dass das hier ein bisschen dafür sorgt, dass halt die Füße trocken bleiben, nicht so viel schwitzen, gerade in den Ballerinas, und dass der Geruch angenehm bleibt. Dann wieder mit von Garnier das Augen-Make-up-Entferner. Lotion nennt sich das, okay. Mit Traubenextrakt. Ich habe wieder festgestellt, alle anderen Augen-Make-up-Entferner, gerade diese ölhaltigen, brennen bei mir in den Augen und ich vertrage es einfach nicht. Deswegen habe ich mir das hier wieder geholt und hoffe, dass es auch weiterhin so mit dem klappt, und finde das halt echt super für sensible Augen und kann euch das nur ans Herz legen. Es entfernt die Mascara genauso gut wie die ölhaltigen, also finde ich, also meine Mascara, und ja, deswegen absolute Kaufempfehlung für Sensibelchen. Ja, das nächste Produkt ist hier von Palmolive, und zwar mit diesen super süßen Minions drauf. Also ich bin ja totaler Minions-Fan, also ich finde die total niedlich und die machen halt einfach gute Laune. Und gerade der auch hier wieder, ja, zuckersüß, und es ist, glaube ich, die, also ich kenne es von meiner Mama, die hat eigentlich immer Palmolive daheim stehen gehabt. Dieser typische seifige Duft einfach, was ich aber nicht schlecht finde. Und wie gesagt, also der Minion ist einfach zuckersüß und macht gute Laune. Und ja, genau solche Produkte mag ich halt gerne im Bad. Und deswegen durfte der auch mit. Zum Thema Fußpflege durften diese Sachen hier mit von Barfuß, von der Müller Eigenmarke. Und zwar auch mit Wassermelonenduft. Und auch diese dieser Keramik-Fußstein. Und zwar... kennt ihr diesen Bimsstein? Ich mag das Gefühl in den Händen einfach nicht. Und dabei habe ich mir halt gedacht, hier hat man halt dieses Plastik in der Hand und hat halt hier diese Keramikseite. Und ich glaube, dass ich mit so einem Produkt einfach besser zurechtkomme, weil, wie gesagt, ich mag dieses Gefühl von einem Bimsstein einfach nicht in der Hand. Und ja, bin mal gespannt, wie das Teilchen hier ist und ob das genauso gut funktioniert. Und diese Fußmasken für die Nacht steht hier drauf. Soll einfach für geschmeidige Füße sorgen, und freue ich mich schon aufs Ausprobieren. Und ich muss ja echt sagen, bei Masken bin ich echt eskaliert. Also so viele Masken auf einmal habe ich mir ehrlich gesagt noch nie gekauft. Einmal habe ich mir mitgenommen diese SOS Retox Maske von Luvus. Also ich finde die Heilerde-Masken echt super. Und ich habe, glaube ich, auch eine der Pinkbox oder Glossybox gehabt und habe die schon ausprobiert und fand die echt klasse. Und deswegen durfte die auch wieder mit. Dann habe ich mir einmal mitgenommen diese reinigende Maske von Balea. Dann durfte einmal mit diese... Cardia Vera Tuchmaske. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe von Cardia Vera noch nie eine Maske ausprobiert. Und die Meinungen dazu sind ja eigentlich recht positiv, was ich bis jetzt gehört habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich mir mal ein paar mit, und unter anderem diese Tuchmaske für Feuchtigkeit. Und bin halt schon wirklich sehr gespannt drauf, wie die so sind. Dann durften einmal mit diese, auch von Cardia Vera, steht zwar hier drauf für Young unter 25, aber so weit weg bin ich ja von den 25 noch nicht, deswegen nehme ich mir die einfach mal mit. Dann durfte auch mit hier von Merz, ich glaube, ich habe auch von Merz noch nie eine Maske ausprobiert, und zwar diese Augenmaske mit Hyaluron und Gurkenextrakt. Ebenfalls von Merz durfte diese Entspannungs-Deluxe-Maske mit. Mit Perle und Hyaluronsäure, schenkt spürbare Erholung und nachweislich glättere und geschmeidigere Haut. Dann durfte bei Rossmann diese Limited Edition mit, diese Rossmann Edition 2017, und zwar Kokostraummaske. Die ist auch vegan,
für alle Hauttypen. Ich denke mal, das ist einfach so eine Feuchtigkeitsmaske. Ja, hier steht auch nochmal drauf. Natürlich sanftes Peeling, verwöhnt und pflegt zart. Tropisches Dufterlebnis. Dann durfte auch von Schämes diese Kirschmaske mit. Der frische Kick belebt und spendet Feuchtigkeit mit Kirsche, Papaya und Panthenol. So, und jetzt kommen wieder Einhornprodukte. Und zwar habe ich mir echt gedacht, so beim Rossmann, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Seit Wochen, egal wann ich im Rossmann war, habe ich die Dinger nie gesehen. Jeder hat sie in die Kamera gehalten, jeder hat sie abfotografiert. Jetzt habe ich sie. Jetzt habe ich mir zweimal mitgenommen, diese Isana Lippenpatches für alle Hauttypen. Und ich finde das Design ja auch mega süß. Also das finde ich richtig schön. Also das Einhorn hier würde ich mir auch an die Wand hängen. Also das finde ich echt süß. Ja, brauchen wir nichts mehr zu sagen. Dann durften auch mit von Marie Colette, und zwar ist es auch, glaube ich, von Müller eine Eigenmarke, auch Einhornmasken, und zwar Unicorn Magic. Und hier steht drauf, tauche ein in die einmalige Fantasiewelt des Einhorns. Lass dich von ihm und einem wundervollen Tagtraum im duftenden Blütenmeer einführen und genieße die entspannende Auszeit. Bin ja auch sehr gespannt drauf, wie die so ist. Ja. Und wie gesagt, das Design, braucht man nichts mehr zu sagen, ist ein Einhorn drauf. Ist einfach in meine Tasche gehüpft. Ja. Braucht man, wie gesagt, nichts mehr zu sagen, ne? Ja. Dann durften auch von Garnier diese zwei neuen Skin Active Masken mit. Und zwar auch wieder Tuchmasken. Und da hatte ich, glaube ich, schon mal die blaue von. Und ich fand die eigentlich sehr gut. Ich habe es mir nur nicht mehr nachgekauft, warum auch immer. Aber egal. Hier habe ich mir einmal mitgenommen die Intensivfeuchtigkeitsspendende und entspannende Maske mit Lavendelöl und Hyaluronsäure. Hört sich auch super gut an für müde Haut. Und einmal die Hydra Bomb Tuchmaske Intensivfeuchtigkeitsspende und Glow Boosting Maske für fahle Haut. Und wie gesagt, auf die Masken bin ich auch sehr gespannt. Also die sind ja auch nicht ganz günstig. Was heißt günstig? Also es gibt ja auch Masken, die kosten wesentlich mehr, ne? Aber egal. Ja, ihr Lieben, dann kommen wir auch schon zum letzten Einhornprodukt. Und das sind diese Bodentücher hier, beziehungsweise Haushaltstücher. Und die habe ich gesehen auf dem Kanal von der Katharina, also auf dem Kanal Darlinka. Ich verlinke euch den auch mal unten. Und zwar sind es hier so festere Tücher und sie hat auch den Tipp gegeben, wäre ich ehrlich gesagt, glaube ich, nie drauf gekommen. Ich habe immer diese großen Tücher gehasst, weil ich die total viel zu dick finde. Und sie hat einfach so gesagt, ja, dann nimmt man das hier so, ne, und teilt es so in vier Teile und dann hat man vier Tücher. Und ja, ne, toller Tipp, also liebe Katharina, super Tipp. Ja, und jetzt habe ich sie auch gefunden und ich finde die Einhörner sind mega süß und dann macht doch das Putzen gleich viel mehr Spaß. Ja. Da schaltet halt das Hirn echt aus, wenn man Einhörner sieht. Also ist doch unfassbar eigentlich. Ist jetzt nun mal kein Mensch erzählt. Aber ich finde es klasse. Und so ein bisschen Kind muss sich doch jeder erhalten, oder? Damit wir alle jung bleiben. Dann durften auch mit von Balea ein neuer Rasierer und also es hat auch wieder nur eine Klinge dabei. Aber ich habe den früher schon mal gehabt und war eigentlich ganz zufrieden damit. Wie gesagt, den Nivea Rasierer finde ich nicht so gut und hoffe, dass ich halt hier wieder mein super Rasierergebnis bekomme. Und hier ist halt auch dabei einmal so ein Halter für die Dusche, wo man den hier einfach so reinstecken kann. Also total simpel gemacht. Und ich hoffe, der hält gut. Und ja, durfte auch mal wieder ein neuer Rasierer mit. Und ich hätte mir gleich noch Ersatzklingen mitnehmen sollen, weil jetzt muss ich, glaube ich, demnächst schon wieder zum DM.
Dann habe ich mir bei Rossmann auch das Wasserspray von Isana mitgenommen. Auch hier wieder so ein Sprühkopf. Also auch ein super feiner Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also es kommt sehr fein raus. Also was ich echt toll finde. Und ich nehme die immer mit in die Arbeit, weil bei uns im Büro ist es immer sehr warm. Auch wenn es nicht so warm draußen ist, ist es im Büro immer sehr warm. Und da finde ich so ein frischer Kick durch so ein Wasserspray einfach super. Es duftet nicht, was ich halt auch klasse finde, weil man möchte nicht, dass man ständig nach Vanille, Kokos oder sonst irgendwas riecht. Also ab und zu ist es angenehm, aber irgendwann wird es halt dann auch einfach zu viel. Und deswegen finde ich solche Wassersprays echt super. Und klar, man könnte auch einfach so ein Spritzdingens nehmen und da Wasser einfüllen. Aber ich finde da diesen Nebel nicht so fein und der ist halt wirklich richtig fein und deswegen mag ich die einfach immer sehr, sehr gerne. Ja, dann durfte auch noch mit von Nivea aus der Limited Edition Flower Time das Deo mit. Und der Duft ist halt wirklich richtig schön blumig, also so ein bisschen auch noch nach Rose. Ein richtig angenehmer Duft und ja, ich mag die Nivea Deos eigentlich ganz gerne. Es ist ein Antitranspirant, also es enthält normalerweise Aluminium, aber im Sommer finde ich, helfen alufreie Deos einfach nicht. Und deswegen hole ich mir für den Sommer eigentlich immer gerne so Antitranspiranz und ja. Wer halt drauf achtet, für den sind die Deo nix. Aber wer nicht drauf achtet und wer halt drauf schwört und im Sommer halt wirklich trockene Achseln haben will, für den sind solche Deos echt super. So, dann habe ich mir bei DM noch diese Lackierhelfen mitgenommen. Und das ist einfach so eine Box mit verschiedenen Lackierhelfen. Also ich brauche die halt für die Füße. Ganz einfach. Damit man die auseinanderhält, damit nicht der Nagellack gleich wieder überall klebt. Und ja, deswegen habe ich mir die mitgenommen. Wenn wir schon beim Thema Nagellack sind, durften auch von Catrice hier nochmal zwei Nagellacke mit. Einmal der Topcoat für diese Ico Nails. Und ja, da bin ich mir auch gespannt, wie das dann wirkt, ob das dann noch besser hält. Und dann durfte einmal mit hier dieser wunderschöne Lack. Und zwar ist es die Elf Go for Gold. Ich habe euch den hier mal, das ist der hier auf das Nagellackrad hier gelackiert und ich finde es eine echt schöne Farbe. Also den gefällt mir auch richtig gut. Und freue mich jetzt schon, wenn meine Kur vorbei ist mit den Mikrozellen, dass ich endlich wieder normale Nagellacke tragen kann, weil es fehlt irgendwie. Also ich mag es, meine Fingernägel zu lackieren, wenn die schön ausschauen, mag ich echt gerne. Aber momentan, wie gesagt, splittern die einfach extrem ab. Und ich hoffe, dass der Mikrozell hier Abhilfe schafft. So. Dann habe ich jetzt noch zwei Produkte. Und zum einen hier den P2 Full Shine Lipstick in der Farbe 80 Tell Me a Tale. Und der sieht so aus. Also einfach eine schöne Alltagsfarbe. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Gefällt mir richtig gut. Wie gesagt, einfach eine schöne Alltagsfarbe. Deswegen durfte der auch mit. Und dann habe ich mir noch aus der Catrice LE, und zwar nennt sich die, wie heißt sie? Provo Catrice. Der Gradiation Blush in der 1001 Raspberry Belle. Und ich finde halt auch den Farbverlauf hier echt schön. Das gefällt mir auch richtig gut. Und es ist halt einfach so ein leicht roséfarbener. Ich habe den jetzt noch ein bisschen dicker aufgetragen, dass man den erkennen kann. Einfach so ein leicht roséfarbener Blush, den ich mir halt auch im Sommer echt gut vorstellen kann. Ja, ihr Lieben, das waren jetzt auch alle Produkte, die ich mitgenommen habe. Ich bin mega happy mit meinem kleinen oder größeren Haul.
Es sind auch wieder Produkte dabei, die ich einfach aufgebraucht habe, die ich neu brauchte. Und auch viele Produkte dabei, die ich nicht unbedingt brauchte. Sprich Duschgel, da habe ich eigentlich eine Menge. Aber Duschgel geht immer. Wenn ihr sehen wollt, was ich an Produkten aufgebracht habe, dann schaut einfach in mein letztes Video. Ich verlinke euch das hier oben nochmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch unten auf den Abonnier-Button. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was euer letztes Buch war, was ihr euch mitgenommen habt. Und ja, freut mich auf jeden Fall von euch dann zu lesen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!